ganze Region hier, weil man ist natürlich abhängig vom Tourismus, ganz stark abhängig vom Tourismus. Und da würde natürlich eine funktionierende Ölgrenzbahn wesentlich dazu beitragen, dass man nicht nur in unseren Raum kommt, sondern auch die Tagestouristen mit Fahrrad und so weiter in unseren Raum bringen würde. Hochficht, Skigebiet, die gesamte Böhmerwald, die Wanderregion. Also ich kann mir es persönlich ganz, ganz schwer vorstellen, wenn die Mühlgrisbahn fehlen würde. Man hat ja gesehen zum Beispiel, wie diese Schneedruckkatastrophen gewesen sind. Ja, das sind Tag und Nacht die großen LKWs sogar nach Tirol gefahren, weil einfach ein Transport mit der Mühlgrisbahn nicht mehr möglich war, weil der Lastenverkehr schon weg war. Auch dieser wäre nur mit einer Normalspur wieder möglich und die können wir auch wieder einbringen in das gesamte Konzept.